Rumskedi, liebe Narren und Narren in Beckum. Karnevalsauftakt am 11.11. bedeutet eigentlich in unserer Pöttstadt, dass der Marktplatz hinter mir gefüllt ist mit Hunderten, ja mit Tausenden von Menschen, die in den Karneval hineinfeiern und unsere Tollität und unseren Hofmarschall feiern. In diesem Jahr ist alles anders und auch der 11.11. wird nicht so stattfinden, liebe Freunde, wie wir das gewohnt sind. Der 11.11. fällt leider aus. Nicht ausfallen wird aber unser Karneval und aus diesem Grunde wird unsere Tollität wenig später seinen Stadtschlüssel überreichen und ich darf euch und Ihnen jetzt hier auf unserem Marktplatz, der leider, leider leer ist, ich verspreche, im nächsten Jahr ist er wieder voll. Liebe Herren und Narren, begrüßt mit mir diesmal am Bildschirm unseren Stadtprinz Thomas II. Kleine Kemper. An seiner Seite steht natürlich, wie könnte es anders sein, wie an jedem Tag in der Session, unser Mundschenk Klaus Langhorst. In Beckum natürlich Hofmarschall. Wir freuen uns ganz besonders, dass zur Schlüsselübergabe unser neuer Bürgermeister Michael Gerd-Henrich hier ist, schon mit Schal und Orden geschmückt. Herzlich willkommen. Karneval in Beckum funktioniert nicht ohne schwarzen Kater. Unser Kater Rumskedi, Heinz-Josef Dinter, ist natürlich dabei. Heute bei Corona traut er sich nicht, sich zu schminken. Meine beiden Präsidentenfreunde sind natürlich auch mit im Boot. Jetzt trauen Sie sich nicht, nach vorne zu kommen. Dann kommt zusammen und geht auseinander. Als erster Egbert Wissling. Und Nummer zwei im Bunde, Rumskedi, unser Marc Limbertens. Und jetzt werden wir den Marktplatz freimachen, denn Karneval findet in diesem Jahr nicht Open Air statt. Karneval gibt es Open Air erst wieder in 2022.